Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich gerne das Problem fixen, dass die Binturungs immer wieder abhauen, denn wir haben ja jedes Mal die Fehlermeldung bzw. auch diesen Beweis, dass die dann auf einmal im anderen Gehege sind. Ich habe mir schon mal einen rausgesucht. Hier vorne liegt der. Dann gehen wir nämlich hier auf die Heatmap, die gar nicht da ist, sondern hier, und klicken dann auf Gehege da und sagen passierbarer Bereich und sehen, aha, oha. Ich habe gedacht, der klettert über den Baum dahin, aber dem ist ja nicht so. Und vor allem, wieso kann er diesen Baum nicht beklimmen, aber diesen hier? Naja, okay. Aber ja, der geht dann mit... Was sind das da für Zeichen? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Was ist das hier für ein Zeichen? Entschuldigung. Wo ist das Zeichen hin? Da ist das Zeichen, warte. Wo ist das Zeichen hin? Da ist das Zeichen... Alter Verwalter, was ist das denn jetzt? Okay, warte, ich sehe da einen Baum und einen Pfeil. Erklimmbarer Fluchtpunkt. Oha, okay, alles klar, ich lerne die Heatmap gerade kennen. Das heißt, die klettern nicht über den Baum und flüchten dann, also gehen dann in andere Gehege, sondern tatsächlich hier drüber. Da müssen wir aber gegenwirken. Ich vermute mal, ich habe einfach die Vermutung, dass die hier drüber klettern wegen dem Maschendrahtzaun in der Mitte. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich den wegmache, ist das natürlich auch doof, weil die können da, glaube ich, zwischendurch, ne, warte mal, ich guck mal ganz kurz, ja, das müsste, ja, vor allem die kleinen, guck mal hier, der passt sogar theoretisch hier durch. Also, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier oben irgendwie was vormachen. Wieso, zum Beispiel gegen Tauben, da gibt es doch so Stacheln, ne, dass die sich nicht da draufsetzen. Vielleicht können wir das hier auch machen. Ich habe das auch in manchen Zoos schon gesehen, dass, ne, wenn der Besucher zum Beispiel oben ist und die Tiere unten, dass dann so kleine Stacheln da sind, damit die da halt nicht hinkommen. Finde ich persönlich irgendwie komisch, ne, weil es so ein ist so ein bisschen komisch, weil die gehen eigentlich dann, naja, die setzen sich dann der Gefahr aus, dass sie sich verletzen. Und das nimmt der Mensch dann in Kauf. Aber andersrum, ja, ist sehr schwierig. Aber wir müssen ja irgendwas dagegen tun, dass die sich hier ins andere Gehege verirren und eventuell dann da gefressen werden von dem sagenumwogenen... hier ist gar nichts drin. Okay, sagenumwogen... Ach ja, hier seid ihr. Ja, okay, das sind süße, miese Katzen, die werden nichts tun. Aber trotzdem, die wollen nur spielen, ja. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir das da oben irgendwie abgeriegelt bekommen. Und dafür... Warte mal. Warte, ich muss mal ganz kurz hier gucken. Nicht, dass die hier drüber klettern können. Ne? Oh, sollen wir die da hinsetzen? Das wäre gar nicht so... Ja, aber die sind halt relativ schmal, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich die da hingesetzt bekomme. Moment, ich guck mal, ob ich die hier hingesetzt bekomme. Ja, so hätte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich wollte die eigentlich theoretisch gesehen so hinsetzen. Ja, müssen wir mal schauen, ob die darüber wieder abhauen können. Ich hoffe mal nicht. Warte. Ich setze halt jetzt mal dahin und eins direkt noch daneben. So. Dann müssen wir die jetzt noch von dem Objekt da hinten trennen. Und dann schauen wir mal. Warte. Moment. Wo ist der Binturong? Da bist du. So. Dann gucken wir mal, ob die immer noch darüber abhauen können. Negativ-Einfluss, ja. Wollte ich auch gucken. Oh, das hat geholfen. Ey, Freunde. Das hat echt geholfen. Mal ja, mal nein. Mal ja, mal nein. Okay, warte mal. Also, ich glaube, dass dieses Gitter hier verhindert halt, dass die da auf den Baum gehen. Wenn wir die jetzt aber noch... Warte, so ein bisschen runter. Wir müssen ihn noch ein bisschen auseinanderziehen, ne? So, nee, das ist zu weit, warte. So, ein bisschen zurück. Wenn das das Problem schon löst, wäre natürlich sensationell. Wo bist du? So, dann gucken wir mal. Moment, 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 bevor du jetzt wieder losrennst. Wir wollen nur kurz gucken, ob du da drüber rennen kannst, weil das wäre natürlich jetzt doof, passierbarer Bereich. Ist auf jeden Fall kein Fluchtpunkt mehr, ne? Wenn ich das richtig deute. Und die gehen auch nicht auf die Bäume. Okay, kann man die hier hinsetzen? Ja, ne? Ich würde die halt nur braun lackieren und das war's dann. Warte, Farbeditor.
Ja, was nehmen wir jetzt? Habe ich schon mal gesagt, dass ich so eine Pipette feiern würde? Die Pipette aus beispielsweise Photoshop? Die würde ich richtig feiern. So, jetzt gucken wir mal. Hier sind wir schon mal ein bisschen drüber. Hier nicht. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Wie machen wir das jetzt hier am besten? So, und dann eventuell doppelt legen. Und hier dasselbe. Könnte man machen, ne? Warte. So, dann ist das nämlich schon mal breiter. Ist das hier breiter allgemein? Ich glaube schon, ne? Weil das Flussbett... Ich wollte gerade sagen, da ist kein Zaun, aber der backt sich da irgendwie weg. Weil das Flussbett breiter ist. Ja, okay. So, dann gucken wir dich nochmal an. Du bist ein wunderschönes Tier. Wir gucken auf die Heatmap und sagen, passierbarer Bereich. Kann immer noch abhauen. Okay, kann immer noch abhauen. Dann müssen wir noch eins weiterziehen, würde ich sagen. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Warte, wenn wir das da in die Mitte setzen und das hier noch ein weiter nach... Geht gar nicht. Okay, das geht gar nicht. Okay, noch ein bisschen zurück. Dann haben wir das hier die Mitte. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob der da noch durchkommt oder nicht. Das klären wir jetzt sofort. Und wir sehen... Nee, Wieso können die hier abhauen? Wieso können die hier abhauen und hier nicht? Verstehe ich nicht. Warte mal, hier kommen die nicht durch. Ah, hier rennt... Nee, auch nicht. Okay, hier ist ein Fluchtpunkt. Siehst du das? Hier nicht mehr. Den haben wir weggemacht. Also da ist alles safe. Was heißt das denn hier mit diesem Pfeil? Dass sie hier mehr laufen können? Oder heißt das, guck auf die Seite, da ist der Fluchtpunkt. Könnte sein, ne? Warte mal, ich habe da gerade noch was gesehen. Guck mal, wir haben da hinten jede Menge Fluchtpunkte. Und hier. Ei. Okay, also, wir müssen Folgendes machen. Wir setzen das bis hier. Ne? Und dann müssen wir das einmal komplett rüberziehen. Oh. Warte. Wo haben wir das jetzt? Wir müssen das einmal komplett rüberziehen. Hilft nichts. Geht nicht anders. Ist so. Ne, dann haben wir hier nämlich einen Abschluss. Da haben wir... Ja gut, dann machen wir das so. Moment. Jetzt müssen wir den halt noch ein bisschen rüberziehen. Ne, geht nicht. Und die können wir nicht auseinanderziehen, ne? Doch, könnten wir. Bis hier. Okay, bis da, dann würde ich den hier hinsetzen. Ne, warte. Den müssen wir wieder ein bisschen zurückziehen. So, dann setzen wir den auch auf die Kante. Ja, den setzen wir auch auf die Kante. So. Vielleicht können wir jetzt hier doch noch ein bisschen damit spielen. Also ich werde die nicht genau mittig kriegen. Ist einfach so. Das wird nicht funktionieren. Aber Hauptsache, die wachsen da durch. So, hier sind wir jetzt. Sind wir jetzt hier drin? Weil sonst würde ich nämlich einfach... Ja doch, sieht so aus, ne? Als ob wir da drin sind. Warte, ich gucke aber nochmal, ob hier irgendwas durchglitscht in der Höhle. Nein, glitscht hier gar nichts durch. Oh, dass die Bintorung so Ärger machen, hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich. Ich hätte es nicht gedacht. So. Dann. Hier. Ja, das wird ein bisschen schwieriger. Dann muss ich das so machen. Nächste können wir ruhig bis hier ziehen. Dann haben wir diesen hier. So, der hat ja reibungslos funktioniert. Oder auch nicht.
Muss ich halt noch ein bisschen. Kann ich den noch ein bisschen weiter nach links? Ein klein bisschen? Ja, ich habe noch ein bisschen Spielraum, ne? Das ist gut. So. Dann können wir vielleicht doch noch ein klein bisschen. So. Weiter. Dann haben wir das nämlich auch schon mal von der Backe, hoffe ich jetzt einfach mal. So. Nicht, dass die Binturungs uns jetzt wieder abhauen. Ich hoffe einfach, dass das wirkt. Weil sonst. Ja, ansonsten müssten wir eventuell eine Glasscheibe da hinsetzen. Das wird auch gehen. Ne, eine Glasscheibe hier reinsetzen. So, das kann erstmal wieder weg. So. Ach, Mist. So, weiter. Moment, weiter. Obwohl, das hält ja auch andere Tierarten ab. Aber Binturong ist halt schon kleiner, ne? Deswegen kann sein, dass er da durchpasst. Obwohl, hat er ja gerade auch nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Machen wir so. Dann kommt das so. Das kommt. Okay, wie mache ich das denn jetzt am besten? Warte mal, haben wir hier noch ein bisschen Spielraum? Ja, haben wir. Okay, sehr gut. Dann können wir den nämlich noch ein bisschen weiter nach links ziehen. So, ein klein bisschen. Das war's, ne? Bin ich da jetzt drin? Ne, bin da nicht drin. Oh, komisch. Wäre auch ein Wunder gewesen, wenn das gepasst hätte. Ich glaube, so sind wir zu weit, ne? Moment. Wie lösen wir denn das Problem hier? Moment, wir gucken jetzt erstmal, ob der Binturong da noch rauskommt. Ne, das ist ja viel wichtiger. So, im Play-Modus können wir das am besten beobachten. Ja. Kann immer noch abhauen. Weil der da durchklettert. Okay. Okay. Du willst es nicht anders? Dann kriegst du es so. Du bekommst jetzt noch eine Glasscheibe da rein. Glas. Ich hoffe, dass das dann funktioniert. Glas. Dafür nehmen wir dann aber diese einmal. Das hat einmal 0,5. Moment. Ich hätte gern ein gerades Stück hier irgendwo. Aber nur, wenn das nichts aus... Ja, das wäre okay. Ist das 0,5, was wir brauchen? Sieht so aus, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. So, wie machen wir das jetzt am besten? Okay, dazwischen ist immer... Oh, da passt ja genau rein, ne? Okay, da passt ja genau rein. Müssen wir die aber noch ein bisschen höher setzen. Warte mal, ich mache die jetzt erstmal hier ein bisschen markieren. Boah, die sind so dick, ne? Die Glasscheiben. Die sind relativ dick. Das ist ein Problem. Ja, ich könnte jetzt halt Plan setzen hier. Ne, aber dann hätte ich halt hier unten. Siehst du das? Das sieht halt doof aus. Boah, schwierig, ne? Sehr schwierig. Von oben sieht es halt gut aus. Muss ich einfach so sagen. Okay, warte mal. Wir haben ja auch noch Glasscheiben. Abstände, die schmaler sind. Ist auch wieder so dick, ne? Sind sie dafür gemacht, dass die genau hier reinpassen? Nee. Okay. Was nehmen wir denn da jetzt? Gibt es Glas dünn? Nee, ne? Fensterscheibe strahlend. Die sind sehr dünn.
Okay, die sind sehr dünn, aber zu breit. Ich weiß, es ist ein Rechteck, aber ich hatte jetzt nur einfach geguckt, ob das wirklich so ist. Was haben wir denn hier? Oh, ist auf jeden Fall zu breit. Die eine wäre perfekt gewesen, ne? Okay, gibt es die auch als 0,5? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Obwohl, das sieht so aus, als ob die anderen auch... Nee. Die sind, okay, wir brauchen irgendwas Dünnes dahin. Irgendwas Dünnes. Warum habe ich mich jetzt auf die Glasscheibe fixiert? Kann man hier sagen 0,5? Eigenschaft? 0,5. Okay, da hätten wir halt das Gitter. Wo die auf keinen Fall rauskommen, ne? Okay, da kommen die auf keinen Fall raus. Dann machen wir das. Weil die Glasscheibe ist leider zu dünn. Ja, machen wir. So, setzen wir schön mittig. So. Junge. Mach Palaver wie ein Großer. Schade. Glasscheibe hätte ich gern gehabt, aber geht leider nicht. So, jetzt müssen wir nur gucken. Warte mal, den Farbcode. Ich habe jetzt versucht zu lernen, wie das funktioniert. Also, ich sage jetzt hier. Steuerung C, also kopieren. Steuerung V, mache ich jetzt mal. So, und dann können wir jetzt sagen, hier. Hallo? Aha. So. Hey. Nee, macht er nicht. Wieso geht der bei mir immer zurück? Okay, Enter, anwenden. Ich habe es geschafft. Freunde, ich habe es geschafft. Enter, anwenden. Okay, krass. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, einen Farbcode zu kopieren. Uhu. So. Genau, und dann gehen wir jetzt. So. Das Schöne ist halt, die kann ich ineinander schieben, ne? Das ist wirklich praktisch. So. Ach so. Moment. So. Weiter. 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 Hier werden die nicht durchkommen. Glaube ich nicht. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn die da durchkommen. Guck mal, wie passt genau wir das geschnitten haben, damit der Baum da durchpasst. Krass, ne? Der Baum darf halt nur nicht größer werden. Das ist so. Sonst haben wir ein Problem, aber... Ja, ein bisschen zu weit rechts. So. Okay, weiter. Ich wollte das eigentlich als ein Gebäude machen, ne? Objekt. Okay, mache ich das mal ganz kurz. So. Oh. Hallo? Ja. Ne, sonst haben wir nachher den ganzen... Sonst haben wir nachher den ganzen Weg, das hier als ein Objekt zu machen. Ich bin da irgendwie Fan von. Wir können da auch zwei verschiedene Objekte machen, ne? Einmal halt das hier und einmal halt das hier. Früher hätte ich so gesagt, ich will das alles in ein Objekt haben. Heute, ich bin ein bisschen reifer geworden, ne? Da sage ich schon mal, wir können da zwei Objekte ausmachen. So. Wenn ich überlege, der BOD-Ride damals, den habe ich ein bisschen zu viel in ein Objekt gepackt. Oh, ich habe gerade gedacht, das ging da oben durch.
Okay, weiter. Ja, weiter. So. Ja gut, eigentlich hätte ich die komplett durchziehen können, ne? Ja, eigentlich hätte ich die, aber naja. So müsste das sein, ne? Theoretisch hätte ich die wirklich in einmal durchziehen können. So. Glaube ich ein bisschen besser, ne? Machen wir auch. Komm. Wir ziehen das jetzt in einmal durch. Pass auf. Wie machen wir das jetzt? Ist, glaube ich, ein bisschen sauberer sogar. Ja. So, das noch weg. Und das hier können wir so lassen, ne? Nee, warte. Muss ich nur gucken, dass ich die gut verbinde, die beiden. Machen wir so. Verbinde ich die einmal kurz. So. Und die noch. Na, na, na. So, jetzt. Okay, jetzt können die hier weg. Dann ziehen wir den einmal durch, weil das ist Blödsinn, wenn wir die jetzt alle danach ausrichten. Dass wir immer nur die Lücken da machen. Das ist wirklich Blödsinn. Außerdem wird das, glaube ich, sauberer tatsächlich. So. Weiter. Okay, jetzt fügen wir das schon mal zusammen und dann machen wir richtig Meter gut. Pass auf. Zusammengefügt. Kopiert. Hallo? Ich brauche ein bisschen mehr Fläche. Sehr schön. Nächste. Das ist jetzt problematisch, weil Gitter auf Gitter ist ein bisschen doof. Ne, wenn du guckst, aber warte. Hä? Wie weit waren wir denn? Okay, bis da. Moment. Man soll keine Übergänge sehen. Man soll keine Übergänge sehen. So. Weiter. Ah, da. Okay, muss ich von der anderen Seite mir wieder angucken. Dann haben wir hier... So. Und nächsten Übergang haben wir dann hier. Hier irgendwo. Hier. Da. Ja. Ich glaube, das ist das letzte. Dann haben wir es. Und da können wir halt ein bisschen variabel arbeiten. Da eine Glasscheibe. Moment. Ist gut, wenn man keinen Übergang sieht, ne? Aber ich habe jetzt gerade einen gesehen. Moment, Moment. Hallo. Ich würde gerne einmal. Danke. So zu verschieben ist. Ah, okay. Das ist machbar. Was passiert denn hier? Hä? Wie kann das denn hier? Was haben wir denn hier gemacht? Ah, hier gehen wir einmal schräg, stimmt. Damit er das... Ja, okay. Ich verstehe. Moment, wie machen wir das jetzt am besten? Also, ich sage jetzt erstmal hier. Doch, hier. Nee. Hier und hier.
Nee, mach ich doch nicht als ein Gebäude. Okay. Okay, ein bisschen zurück. Also doch keine Winkelausrichtung. So, ne? Obwohl, warte mal. Wie machen wir das jetzt? Das trennen wir von der Gruppe. Dann sage ich hier I und das zusammenfügen. Genau, und dann können wir das hier ausrichten, glaube ich. Ein bisschen. So, ne? Das sieht doch schon mal gut aus. Hier haben wir nichts am Durchbacken. Okay, das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Okay, warte. So, kommt das weg. Den Baum will ich doch gar nicht. Ich will das hier. Das da. Und... Nein. Ah, Mann, jetzt lass mich da... So. So. Dann machen wir das hier einmal ganz kurz. Step by step. Ja. So. Alter, das Geräusch, ne? Das ist echt heftig. Okay, wie machen wir das jetzt? Theoretisch muss das hier weg. Theoretisch muss das weg. Dann müssen wir das hier so ausrichten. Ja. Moment, wir können ja hier theoretisch noch mehr wegmachen, ne? Damit die Pfeile mal ein bisschen näher kommen. Das heißt, die machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. So. Und dann können wir ein bisschen präziser arbeiten. Okay. So, ne? Ja. So, jetzt müssen wir den Knickpunkt finden. Der ist hier. Heißt, wir müssen hier einmal... jetzt ist der Pfeil genau da. Gehen wir jetzt erstmal bis hier. Aber hier ist ja nicht der Knickpunkt, sondern... Hier ist der Knickpunkt. Machen wir den hier. Und das hier kopieren wir uns dann... nach hier. Na, dann ist das hier verdrahtet worden. Sehr schön. Okay. So, das können wir jetzt wieder wegmachen. Das brauchen wir ja eh nicht. Ne, dieses Gitter. Okay, das geht ein bisschen durch. Das ist doof. So ist besser. Ich bin jetzt am Überlegen, wie ich das jetzt hier am besten mache. Warte mal, wir haben doch hier das hier. Bambusbalken, dick bemalt. Ne? Dann gehe ich jetzt hier und sage, pass auf, Bambusbalken, dick bemalt. Oh, nee, jetzt habe ich wieder das Falsche markiert. Bitte. Nee. So. Winkelausrichtung erstmal. Um dann festzustellen, ich brauche doch nicht die Winkelausrichtung. Hä, wie läuft denn das Fenster? Wie läuft denn das Fenster gerade?
Warte mal, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Mal ein bisschen drehen. Das gefällt mir nicht, dieser Übergang, ne? Oh, was ist denn, wenn wir den hier auf 6 Meter machen? Und dann den Boden verschwinden lassen? Wäre doch eine Option, ne? Aber ich glaube, ich kriege den Drehpunkt nicht hin. Noch ein bisschen, dann haben wir es. Warte. So. Okay, der guckt hier durch, das ist doof. So muss das. So. Und dann müssen wir hier aber die Seil einmal runterziehen. Hallo? Warum dockst du denn nicht an diesen... Warum dockst du denn nicht hier an? Ha? 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 So. Boah, die Blumen, ne? Blumen. Die Blumen. Der Bambus. Erzähl Bambus als Blume oder als Baum? So. Und dann kopieren wir uns den nochmal. Hallo. Warum kann ich das denn jetzt nicht auswählen? Oh, das geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Geht ja wohl, habe ich ja hier auch. Okay, wieder zurück. Na. Gucken wir mal, ob das jetzt okay ist. Ja. Doch. Einzige, was ich noch machen muss, ist das hier irgendwie. Okay, das kriege ich nicht bis da gezogen. Weil das hier würde ich vielleicht noch kriegen, ne? Sagen wir so. Aber das war's dann. Das bekomme ich nicht hier dran. Naja, gut. Wir gucken jetzt erstmal, ob der überhaupt hier durchkommt. Oder beziehungsweise, ob der noch da durchkommt. Alter, willst du mich verarschen? Wie kommt der denn hier durch? Wie kommt der da durch? Ist halt auch die Frage, von welcher Seite, ne? So wie es aussieht, ist das nämlich hier drin? Hä? Vor allem hier hatten wir das ja vorhin auch. Und die dürften doch gar nicht mehr da durchkommen, wegen dem Gitter.
da irgendein Fehler im Spiel? Hä? Der kommt hier irgendwo durch. Angeblich. Kann aber nicht. Das soll mir das Spiel mal erklären. Weil... Das geht gar nicht. Guck mal, hier ist ein Gitter. Siehst du das? Weil sonst müsste der, also von der Theorie her, wenn der noch ausbrechen könnte, wäre, der würde hier klettern, hier drunter, hier drüber und dann... Hier auch. Das auch. Guck mal. An dem Baum da. Ich warte jetzt erstmal ab. Vielleicht ist das auch noch ein Fehler oder das Spiel muss neu gestartet werden oder so. Keine Ahnung. Weil... Der kann ja nicht durchs Gitter gehen. Das ist ja unmöglich. Oder der frisst sich durch. Das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal in der nächsten Folge, was wir da, ob wir es jetzt doch geschafft haben oder nicht. Sonst wäre alles für die Katz. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.